Ein Teil des Flugzeugs ist hier gelandet. In dem Teil meine Sachen sind in der Fracht. Ich muss sie losschneiden. Ich brauche was zum Durchschneiden. Vielleicht ein Teil aus dem Wrack. Verdammt! Ich brauche Werkzeug, um das zu öffnen. Dafür habe ich nicht genug Platz. Gut, aber es ist stumpf. Ich muss es irgendwie schärfen. Das müsste scharf genug sein. Irgendwas hält die Vorräte noch. Ah, sie hängen an einem zweiten Seil. Meine Ausrüstung, endlich! Warum habe ich nicht alles zusammengepackt? Miss Croft? Jemand da? Kommen! Miguel! Wo bist du? Verdammt! Thank you.
Miguel! Das gefällt mir gar nicht. Miguel! Wo bist du? Oh nein. Miguel? Miguel? Ganz offensichtlich gibt es in jedem Erdteil einen eigenen Mythos über eine zweibeinige Kreatur, die im Wald lebt. In dieser Gegend kennt man sie als den Sisimite, den Hüter des Waldes. Er wird als großes affenähnliches Wesen beschrieben, das männliche Menschen angeblich sofort tötet, während es Frauen in seine Höhle bringt, um sich mit ihnen zu paaren. Miguel! Heilige Scheiße. Hier muss ich vorsichtig sein. Thank you.
Das gehört zu dem Wrack. Jonah! Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. 6. Juni. Vater zeigt sich uns gegenüber enthusiastischer denn je, aber ich habe Zweifel. Einmal habe ich mitten in der Nacht beobachtet, wie das Weiß seiner Augen das Mondlicht widerspiegelte und sein leerer Blick auf den Sternen ruhte. Hätte er mir nicht früher all diese Geschichten über den Amazonas erzählt, würde ich sagen, dieser Blick war voller Bedauern, wenn nicht sogar Trauer gewesen. Aber vielleicht stören ihn ja auch nur die Insekten, die immer wieder einen Weg durch unsere Moskitonetze finden. August. Wir finden heute Nacht keinen Schlaf. Der Dschungel ist aufgebracht und auch der Mond versagt uns seine Unterstützung. So tief im Urwald schweift die menschliche Vorstellungskraft endlos durch die Dunkelheit. Ich kann hören, wie der Dschungel um mich herum atmet. Sein tiefes Grollen lässt den Boden unter uns erzittern und seine manische Energie raschelt in den Bäumen über uns. Der Schlaf liegt wie Blei auf unserer Suche und übermannt uns in den ungünstigsten Momenten. Einmal ist Vater während des Laufens eingenickt. Die Hand gerade noch an seinem Wanderstab. Wir haben keinen Proviant mehr und ernähren uns nur noch von Beeren und Regenwasser. Und doch sind wir beide zu dickköpfig, um aufzugeben. Ich fürchte, genau diese Sturheit, die uns bis hierher gebracht hat, könnte auch unseren Tod bedeuten. Hmph.
Bist du da? Hey, weißt du, was mit Miguel ist? Er hat's nicht geschafft. Was ist mit deinem Arm? Ach, irgendein Parasit. Ich hab nach Beifuß gesucht, aber der wächst hier anscheinend nicht. Zeig mal her. Oh, hey, was hast du vor? Wenn wir ihn nicht rausholen, wird es nur noch schlimmer. Setz dich. Und du weißt, was du tust? Ich hatte schon mal was Ähnliches damals, als Kind in Ägypten. Und um ehrlich zu sein, es wird wehtun. Glaubst du, dass dieser Sturm vorhin der Sturm war? Von der Wandmalerei? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir kurz Pause machen und nachdenken. Wir wollten mit dem Kopf durch die Wand und sind voll in den Sturm reingeflogen. Ich hätte nicht erwartet, dass es so schlimm wird. Ich hätte aber auf einen Abbruch bestehen sollen. Ich verstehe dich ja. Du stürzt dich auf ein Problem und dabei wird alles andere unwichtig. Jonah, Hey, ich bin bei dir. Das ist meine Entscheidung. Zumindest meistens. Aber wenn wir tot sind, wer verhindert dann die Katastrophen? Wer würde Trinity aufhalten, wenn nicht wir? Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Aber eben ging es nur um ein paar Stunden. Wir hätten umdrehen können. Das Vieh hat einen Namen verdient. Okay. Eli, mein Cousin, hat mich immer bis aufs Blut geärgert. Mach's gut, Eli. Danke. Wir sollten gehen. Wenn wir Kuvak Yaku gefunden haben, können wir uns endlich ausruhen. Klingt gut. Okay. Ich denke, man sieht das Dorf durch die Ranken da drüben. Ich bin so erleichtert, dass Jonah wieder da. Ich bin froh, dass du geblieben bist. Wenn du da. Draußen wärst, solltest du mich finden können. Und ich hatte die Leuchtpistole. Ja, Miguel war wohl dorthin unterwegs als. Armer Kerl. Ich bin so erleichtert, dass Jonah wieder da ist. Vor allem, nachdem Miguel...
Gut, dass Jonah nicht groß gefragt hat. Die Jaguare. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Das ist wirklich das Zeug. Aber die Katastrophe. Die Apokalypse. Ich glaube, falls es stimmt, ist es wichtig genug, um dafür zu sterben. Oder für Trinity, um dafür zu töten. Es geht also eigentlich um Rache. Nein, nein, ich. Als ich. Hier ruht Rawley Rimmel, ein Freund. 1925. Da steht noch mehr. Vorsicht vor den Fallen. Hier war seit Jahren keiner mehr. Möge Rimac die erste Stimme sein, die wir in der jenseitigen Welt hören. Und mögen ihre Geschichten uns Trost spenden. Dieser deformierte Schädel ist flacher und länger als gewöhnlich. Obwohl einige Leute darin den Beweis sehen, dass die Inka Kontakt mit Außerirdischen hatten, ist das Ganze vermutlich eher das Resultat einer Kopfbandagierung, einer menschlichen Deformierungspraxis, die älter ist als unsere Geschichtsschreibung. Er weist außerdem Spuren einer Trepanation auf, einer medizinischen Prozedur, bei der ein Loch in den Schädel gebohrt wird. Musik
Ich denke, da geht's raus. Dafür habe ich nicht genug Platz. Jetzt müsste ich den Sarkophag erreichen können. Scheiße, ich muss weiterklettern. Der heidnische Herrscher flehte darum, dass sein Leben verschont werde. Er bot der spanischen Krone einen 3x6 Ellen großen Raum voller Gold und das Doppelte an Silber an. In ihrer unendlichen Güte nahm die Krone das Angebot an. Der Freikauf sollte binnen 2 Monaten erfolgen. Doch dem Götzendiener war nicht zu trauen. Als die verfluchten Pläne für einen Überraschungsangriff seines Generals ans Licht kamen, fiel Atahualpa auf die Knie und flehte um Gnade. Wie es das Recht eines jeden Mannes im Spanischen Reich war, sollte in einem ordentlichen Prozess über sein Schicksal entschieden werden. Er wurde für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Vor seiner Hinrichtung jedoch bekannte er sich zum Herrn und wird deshalb im Himmel willkommen sein. Auszug aus »Ein objektiver Bericht über Pizarro in Peru« von Ocho Archivis. Hm.
Wenn da eine Macht war, als du den Schlüssel nahmst, ist sie dann jetzt in deinem Kopf? Nein, sie war weg, als Dominguez den Schlüssel nahm. Wenn sie so stark ist, wie kannst du dann sicher sein? Finden wir einfach Kuvakyaku, okay? Ja. Weißt du, wenn es um Rache ginge, würde ich's verstehen. Ach, wirklich? Wärst du jetzt nicht lieber im Warmen mit einem Bier und vielleicht einer freundlichen Fremden? Doch, das schon. Und zwar viel lieber. Trotzdem würde ich's verstehen. Es ist keine Rache. Hier kommen wir durch. Hilfst du mir mal? Das muss Kuvakyaku sein. Wir müssen da runter. Ist das hier wirklich ein Weg? Na los, bleib nah bei mir. Das ist definitiv kein Weg. Oh, oh Gott! Fast geschafft. Fast geschafft, das sagst du ständig. Oh, hab dich! Alles okay? Ich bin okay. Nur noch ein paar Schritte. Okay, okay. Bist du okay? Ich bin okay, bin okay. Wer hat das wohl alles gebaut? Möglicherweise die Inka. Sie wussten viel über Hydraulik. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Die Brücke ist unten. Ich kann den Dialekt nicht bestimmen. Können wir sie mit dem Gegengewicht anheben? Vielleicht. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Zinnober wurde im Altertum zur Herstellung hell-oranger Farbtöne für Keramiken, Wandbilder, Tätowierungen oder religiöse Zeremonien genutzt. Ich hoffe, diese Konstruktion ist hier, weil wir auf dem Weg in das Dorf sind. Ich auch. Das beschreibt etwas in der Nähe. Zwei Schlangen bewachen Leben und Tod. Ich liege gefangen in ihrem ewigen Kampf. Dieses Wasser ist bestimmt trinkbar. Willst du es probieren? Ich bleib bei den Flaschen, die wir in den Kisten beim Flugzeug gefunden haben. Das hier zeigt den Inka-Gott Can. Er war der Sohn des Sonnengottes Inti und der Mondgöttin Pachamama. Can kontrollierte Wind und Regen, obwohl er einigen Legenden zufolge nur für das von Süden kommende Wetter verantwortlich war, während von Norden kommendes Wetter in die Zuständigkeit seines Bruders Pachacamac fiel. Das ist großartig. Hätte ich gewusst, wie viel Zeit ich in der Wildnis verbringe,
hätte ich in dem Jahr bei den Pfadfindern besser aufgepasst. Hat's dir nicht gefallen? Naja, wir haben solche Sachen wegen meiner Familiensituation eher selten gemacht. Und du? Warst du als Kind bei den Pfadfindern oder im Sommerlager? Zählt Internat auch? Keine Ahnung. Zählt es? Wahrscheinlich nicht. Aber Roth hat mir einiges gezeigt. Mir waren Erwachsene schon immer lieb. Ja. Der Kanupa dient als Gefäß für Opfergaben wie Kakao und Talg. Der gefüllte Kanupa wird zu Beginn der Erntezeit als Geschenk an Pachamama, die Muttergöttin, auf das Feld eines Bauern geworfen. Wird das Geschenk angenommen, erwarten den Bauern angeblich eine reichhaltige Ernte und ein erfolgreiches Zuchtjahr. Ich vermisse ihn. Ich auch. Ohne Eli wird dein Arm schnell verheilen. Ja, das geht mir auch schon viel besser. Es ist zu schwer. Hilf mir mal. Nichts. Okay, lassen wir's los. Langsam. Ich glaube, das Wasser betreibt die Brücke. Das Wasser füllt den Eimer. Gut, mal sehen, was die Gegengewichte machen. Der Eimer leckt. Komm zurück, wir versuchen es nochmal. Okay, Jonah. Kannst loslassen. Das war's. Gehen wir rüber. Hier müssen wir wohl durch. Nach dir.